Ein blöder Habicht geht auf den Vogel. Nein, irgendwie glaube ich war das andersrum. Naja, wie dem auch sei. Heute zeige ich euch die Bergtour auf den Habicht, den schönsten Vogel der Stubaier Alpen. Zumindest in Berggestalt. Der Weg startet unschwer am Parkplatz in Gschnitz. Einige Euro leichter geht's nun erst durch waldige Passagen und dann durch Latschen. Der Weg einfach, ausgetreten, viel besucht, aber die Aussicht mit Blick zurück ins Tal verleitet einen eigentlich alle paar Minuten stehen zu bleiben, innezuhalten, die Schönheit dieses Gebirges zu genießen. Die Farben des Sonnenaufgangs, die Lichter und Schatten, ein wahres Meisterwerk der Natur. Doch irgendwann muss es natürlich auch weitergehen. Zugegeben, die 16.912 Serpentinen, wir haben sie selbstverständlich von Hand abgezählt und mussten dreimal damit neu anfangen, sind keine Leichtigkeit, weder für die Beine noch für die Nerven, denn es zieht sich schon eine ganze Weile, bis man endlich das Plateau auf etwas über 2000 Metern Höhe erreicht. Von hier geht's deutlich weniger steil, deutlich gemütlicher und mit deutlich mehr tierischen Begleitern hoch bis zur Innsbrucker Hütte. Und spätestens auf der Höhe der Hütte merkt man auch langsam, dass der Tag so richtig angebrochen ist. Ja, früh losgehen lohnt sich auf jeden Fall, denn wenn man den Habicht und damit seine rund 2000 Höhenmeter im Aufstieg an einem Tag machen will, dann sind Langschläfer besser mit Stirnlampe ausgestattet. Das Wetter diesen Sommer fordert aber Frühaufsteher. Der frühe Habicht fängt den Wurm oder so ähnlich. Boah, das ist echt herzig. Und jetzt wird das Gelände jedenfalls auch steiler. Es wird felsiger, aber keineswegs dramatischer. Das Blockgelände ist zu Beginn noch Gehgelände, fast majestätisch, schlängelt sich der Weg über die Flachstücke bis auf 2600 Meter Höhe, dann definitiv Schluss mit flach ist. Jetzt geht's über einige seilversicherte Passagen sehr steil höher. Die Seile haben eigentlich zwei Funktionen. Erstens, man kann sich super an ihnen anhalten oder auch gar behäbige Personen per Flaschenzug nachschleifen. Ja. Zweitens, sie dienen perfekt der Orientierung, wenn doch der dichte Nebel mal einfallen sollte. Vor allem letzteres ist keine Seltenheit und auch wenn die Markierungen natürlich zahlreich und hilfreich sind, so ein paar Drahtseile als Zusatzmobiliar sind schon etwas auffälliger. Für Hochgebirgseinsteiger sei aber gesagt, dass die Seile bei trockenen und sonnigen Bedingungen eigentlich nicht notwendig sind. Wenn es aber vereist oder nass ist, dann freuen sich sogar die Einheimischen über die geradlinige Unterstützung in den plattigen Passagen. Neben dem ein oder anderen Drahtseilakt, man findet gar Parallelen zum Cirque du Soleil, darf man sich mit leichten Einserstellen vergnügen.
Irgendwann gilt es dann aber doch nochmal kurz in den Schnee zu greifen. Ja, gutes Schuhwerk ist zu empfehlen und nein, Zustiegsschuhe sind nicht zu empfehlen, auch wenn ich mir da mal wieder an die eigene Nase fassen darf. Aber wirklich weit hat man durch den einstigen Gletscher, der heute mehr einer leicht winterlichen Stadtparklandschaft gleicht, eh nicht. Vielmehr geht's jetzt noch über einzelne kurze Blockpassagen, natürlich wieder mit reichlich metallischer Unterstützung, bis zum Gipfel. Der Gipfel, markiert durch das schönste Gipfelkreuz der Stubaier Alpen, lädt definitiv zum Verweilen ein. In diesem Sinne, Bergheil!